Herzlich willkommen zu Heiger unterwegs. Herzlich willkommen aus Dilbrecht. Ich bin Pfarrer Hartmut Eglinski. Der Bibeltext, den wir im Wochenspruch haben, der passt ja doch irgendwie für mich wie die Faust aufs Auge zu dem Motto Heiger unterwegs. Auch wenn im ersten Moment wir davon noch gar nichts viel hören, wenn ich es mal vorlese. Es steht geschrieben im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Vers 16. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Gesandt, das ist schon mal das erste Stichwort, das in die richtige Richtung weist. Gesandt, unterwegs zu sein in Heiger, nicht in unseren eigenen vier Wänden zu bleiben, nicht in unseren Kirchenwänden zu bleiben oder in den Wänden unserer Gemeindehäuser, sondern rauszugehen. Das war der Auftrag, den Jesus gegeben hat, 70 Jüngern rauszugehen, zu den Menschen zu gehen, vom Reich Gottes zu erzählen. Und zwar als Boten von Jesus, als Boten des dreieinigen Gottes. Was für ein Auftrag als Boten Gottes, das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Was für eine Ehre, wie wertvoll, aber auch wie spannend. Geht raus, nehmt nichts mit. Auf Deutsch, lasst euch von mir und meiner Gnade und meiner Fürsorge überraschen. Lasst euch überraschen, wie die Menschen auf euch reagieren, auf das, was ihr sagen werdet, auf das, was sie hören werden, auf das, was ich an ihnen tun werde. Seid gespannt, aber seid nicht einfach nur gespannt, verzweifelnd, hoffend, so nach dem Motto, oh, hoffentlich geht das Ganze nochmal gut. Nein, hoffend gegründet im Wort, und zwar in dem Wort, dass Jesus sagt, wer euch hört, der hört mich. Deine, ihre Worte, wenn sie rausgehen zu den Menschen, sind also für Jesus Gold wert. Er sagt, wenn ihr sprecht, wenn ihr redet, wenn ihr handelt, wenn ihr mich bezeugt, wenn ihr zu mir steht, wenn ihr erzählt, was ihr mit mir erlebt habt, dann werden die Menschen mich selbst hören. Und letztlich habe ich mit einer Frau gesprochen, die meinte zu mir, wenn ich das jemandem sage, was ich da mit Jesus erlebt habe, ich glaube, die meisten Leute würden sagen, das ist ein bisschen kindisch. Und ich meinte, naja, wenn sie das sagen würden, haben sie ja vielleicht nicht ganz Unrecht. Wir sind ja schließlich Kinder Gottes. Auch wenn es herabsetzend wohl gedacht war, kindisch sein. Aber wir sind Kinder Gottes. Und wenn ich ja jetzt mal einen Gedanken mir vor Augen führe, die Kinder, die ich im Rallye-Unterricht habe, in der Grundschule, von den Kindern habe ich noch kein einziges erlebt, das nicht stolz wäre auf Mama oder Papa. So gehen wir hinaus in diese Welt, stolz darauf, solch einen wunderbaren Vater zu haben, der uns in Gnade, in uns, in seinem Sohn Jesus Christus begegnet. Und ja, begegnet. Aber was heißt das begegnet? Was heißt das bei Ihnen, in Ihrem Leben? Wie ist Ihnen Jesus Christus begegnet? Zum ersten Mal, wann war das? Und dann, wie war das in letzter Zeit? Wie hat er sie angerührt, angesprochen? Wie haben sie seine Gegenwart wahrgenommen? Fragen zum Mitnehmen und zum Weitersagen. Weitersagen die frohe Botschaft, dass wir nicht einem leblosen Gott dienen, einem, der sich nicht kümmert, der sich nicht rührt, der nicht spricht, sondern dass wir dem Gott dienen, und zu ihm gehören, der von sich sagt, er ist das Wort. Das Wort. Und das Wort ist lebendig. Und so lebendig, wie wir miteinander reden, so lebendig redet er mit uns. Und dann ist es umso spannender, anderen Menschen weiterzuerzählen davon, was wir mit diesem lebendigen Gott erlebt haben. Und selbst wenn es manche als kindisch empfinden oder abkanzeln sollten. Ja, was soll's? Jesus
nimmt da kein Blatt vom Mund. Kann schon sein, dass das passiert. Kann schon jemand sein, kann dabei sein, der sagt, ach, das ist doch Quatsch. Auf Deutsch jemand, der einen dann verachtet. Nimm es nicht persönlich, sagt Jesus. Er verachtet nicht dich, sondern letztlich mich. Ja, und, aber ich sage mir, selbst wenn so ein Mensch sagen oder denken sollte, ach, das ist ja kindisch. Wer weiß schon, wie der Heilige Geist in Jesus Christus, dem lebendigen Wort, zu diesem Menschen in seiner Seele noch reden wird, durch das, was er selbst vielleicht einmal als kindisch abgetan hat. In dieser Hoffnung bin ich unterwegs, gerne unterwegs, nicht nur in Dilbrecht, sondern auch in Haiger und gehe fröhlich raus aus meinen vier Wänden. Und dazu segne sie und behüte sie, der dreieinige Gott, fröhlich rauszugehen, weiter zu sagen, alleine, zu zweit, wie auch immer. Seien sie gesegnet.